Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Heute haben wir wieder Bombenstimmung. Wir spielen Dropzone am NES. Mal sehen. Ich glaube, das Spiel kenne ich nicht. Mal schauen. Vielleicht komme ich dann doch drauf, dass ich es schon mal gezockt habe. Gut möglich, aber ich glaube, es ist für mich sozusagen Neuland. So à la Merkel-Sprech. Okay, hier ist wohl. B ist alles zerstören. Aha, A ist. Ah, und ich bin tot. Ich bin wohl am Mond und muss Aliens töten. Wow, die Steuerung ist super. Es ist super schnell. Wahnsinn. Habe ich unendlich Schuss eigentlich? Uah. Der Schwierigkeitsgrad ist elendig hoch. Mal schauen, ich behelfe mir hier mal ein bisschen mit Dauer vor, weil ich glaube, es bringt nichts. Was ist das schwer, Leute? Wahnsinn. Okay, ich versuche mich mal langsam voranzutasten. Das Rad unten gefällt mir ganz gut. Auch die Grafik, tötet mich das? Die Antwort ist ja. Ich glaube, die Antwort ist, es tötet mich alles. Okay. Gut zu wissen, es tötet mich alles und das spawnt was direkt in mir. Das habe ich überhaupt am liebsten, wenn in mir so ein Gegner spawnt. Your rank ist, keine Ahnung was, viel zu schlecht. Okay, mal schauen. Uah. Werde ich da kommen? Der Schwierigkeitsgrad ist wirklich abnormal, Leute. Die Steuerung, die sie dieser flüssig hinbekommen haben. Wow. Blödes Alien. So, auf die Frage, ob ich da in diesen Teich springen kann. Die Frage spare ich mir einfach mal. Okay, bin ich schon wieder tot. Weil ich kann es sicher nicht. Das tötet mich doch garantiert. Warum geht's hier eigentlich? Muss ich möglichst weit nach rechts oder? Wow. Geh weg, du blödes Alien. Wie soll ich denn das? Also, da hätte ich jetzt den B-Knopf noch zur Verfügung. Bin ich da auf ein Raumschiff drauf? Oder ist es schon ein Mond oder so? Was war denn da jetzt? Man kann. Braucht zu viel Konzentration, es ist furchtbar. Ah, das sind diese Sachen, die da rausgespuckt werden. Wenn ich da einfach mal durchrushe. Was ist dann? Mal schauen, was passiert. Wow, das sind diese komischen Bats. Da ist was. Ah! Wave 1 complete, ne bitte. Okay, es geht also nicht darum. Wieso? Was ist jetzt wieder? Game over. Bin schon wieder super schlecht. Okay, es ist zu schwer, Leute. Es macht keinen Spaß, es ist einfach zu hart. Es macht mir keinen Spaß, es ist einfach, dafür ist es einfach viel zu schwer. Die Steuerung ist ganz nett. Grafik ist ganz nett, Sound ist okay. Aber. Das heißt, nicht mal die Partikel hier. Okay, das hat irgendwie mit einer Bombe mit B gerettet jetzt. Das ist einfach unmöglich. Wieso, wie das? Das ist ja nicht mal mehr. Ja, jetzt probiere ich mal aus, ob ich da rein darf. Ja, okay, da darf ich rein. Ich habe nur gedacht, da bin ich fix tot, wenn ich da reingehe. Warum ist die Steuerung so hakelig? Das kommt da jetzt. Da ist es am Boden irgendwas.
Okay, ich glaube, ich habe. Ja, Wave 1 complete. Weiter geht's. Und spawnt in mich rein. Nee, Leute. Nee. Ich habe mir schon oft bei den NES-Spielen gedacht, die sind richtig hart. Aber das hier ist. Also Leute, wenn ihr mal richtige Herausforderungen haben wollt, dann zockt das mal. Das ist wirklich unmenschlich hart. Es ist ein Partikel und du darfst nicht mal in diesem dummen Partikel rein hier. Ist doch Schwachsinn einfach nur. Gut. Das ist eins von diesen Spielen, wo es heißt, 10 Minuten spielen ist super lang. Ich habe vorhin gerade Dragon Quest 1 gespielt. Auf Japanisch. Und ich kann kein Japanisch. Und das hat mehr Spaß gemacht, als hier zu sterben. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass man die Sprache, erst rausfinden muss. Nutzt irgendein Spiel diese Mechanik, dass man die Sprache, eine Sprache lernen muss? Ah. Das würde ich gern wissen. Ich meine, so eine Fantasiesprache, die es eigentlich gar nicht gibt. Ah. Also das würde ich als Spielmechanik mal ganz interessant finden zum Ausprobieren. Dass die eigentliche Challenge darin besteht, die Sprache zu lernen, also zu verstehen, was du tust. Was ist da? Was ist in der Wolke? Was zum Geier? Also ich finde es schon ganz lässig, dass es so flüssig läuft. Es ist. Es ist so bockhart. Oh Mann. Da weint sogar Chuck Norris, Leute. Nein. Platt machen. Nein. Nein. Es ist einfach. Ich kann's. Nein, da kommt. Nein, da kommt auch was. Eieiei. Da kommt was. Oje. Mann, wie konnte ich jetzt so lange überleben? Verstehe ich eigentlich nicht. Es ist einfach unmenschlich. Es ist wirklich unmenschlich, der Schwierigkeitsgrad. Zwei sind noch. Zwei von diesen Dingern da muss ich noch zerstören. Eins noch. Aber ich werde besser. Vulkan, der Klumpert ausspuckt. Schnell weg. Jetzt habe ich auch alles erledigt. Ja. Wave 3 complete. Boah, es ist. Oh, Wolke. Weg. So, was kommt als nächstes? Ja, man legt sich mit der Zeit schon eine Strategie zurecht. Gleich nach dem Level mal ordentlich Gas gibt, damit man nichts in einem spawnt. Ah, ein Leben habe ich noch. Wow. Nein. Ah. Spawnt was gleich. Ah, ja, nein. Ah. Nein! Sei noch! Da ist noch was! Nein! Was hat mich jetzt getroffen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was hat mich jetzt getroffen? Okay, ich darf meinen Namen eingeben. Das freut mich natürlich sehr. Fühle mich sehr geehrt. Egal, Rob. Und welchen Rang habe ich jetzt? Weiß man nicht.
Mach doch nichts. Rob auf Platz Nummer 1. Dieser Rob muss ein verdammt guter Spieler sein. Oh Mann. Ja, Leute. Okay, war zum Schluss doch noch ganz spannend. Wenn man mal den Dreh raus hat, geht's. Aber es ist schon sehr, sehr schwer. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ja, gut. Das war Dropzone am NES. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Hat ein bisschen gedauert, hier reinzukommen. Aber es hat sich ausgezahlt. Ist eigentlich ein gutes Game, auch wenn es wirklich, wirklich hart ist. Danke fürs Zuschauen. Da unten in der Box könnt ihr abonnieren. Da rechts könnt ihr euch anschauen, was ich schon alles gezockt habe. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, dann freue ich mich natürlich sehr. Danke, Leute. Ciao, ciao.